Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortuna 5. Hat sich ein bisschen was getan. Und zwar habe ich hier die Kiste geupgradet, dass wir jetzt hier das ganze tierische Zeugs wieder zusammen haben. Hier haben wir jetzt wieder, das kennen wir ja schon, die, können wir beide noch mitpacken, die Medizin. Ja, benennen kann. Da habe ich jetzt so viel Medizin hergestellt, wie so ziemlich ging, dass wir auch da mal ein bisschen weitergekommen sind. Gut, bleibt. Brauche ich halt nicht. Komm mal, in das Schiff reinpacken. Ich habe die Antigasmaske, Schwefelgas und Malaria, und die Tauchmaske der Ureinwohner gebaut. Habe auch hier ein bisschen aufgeräumt, Bücher hier reingetan. Jetzt nur eine Maschine. Ach, ein Feldtischler. Ich habe das Feld gebaut und gesät. Will ich noch am machen. Das braucht noch ein paar Tage. Ja. Kann es noch verbessern, aber will ich gerade nicht. Wir haben leider wunderschönes Wetter gerade. Dann nehme ich mir noch was mit. Ich würde mir gerne die Flasche aus Techo-Leder noch craften. Ein bisschen heilt, wo ich die mache. Das Ding habe ich verbessert, weil ich sonst ein paar Sachen nicht craften konnte. Andere Gegenstände, ist das hierbei? Nee, muss hier eigentlich hier oben sein. Da die Tasche können wir mal machen. Und jetzt wieder das hier. Und wo sind die Sehnen da? Techo-Leder. Techo-Haut. Arbeitete Techo-Haut. Techo-Leder, das ich schon gemacht habe. Frische Techo-Haut, getrocknete Haut. Ziegenhaut. Auch Flachs gemacht, I guess. Muss ich noch machen. So, Leinstoff habe ich hier. Dann das hier einmal. Noch hier was? Sehne, Sehnen fehlen noch nicht. Noch mehr Wasser, obwohl ich F hinzufügen. Drei Stück können wir noch machen. Techo-Haut machen, wenn ich die Rinde wieder habe. Rinde, Rinde, Rinde da. Brauchen ganz dringend mal neue Rinde. Noch irgendwas machen? Ein Stück Leder. Und dann kommt die Rinde hier wieder rein. Was jetzt hier? Oh, Leinenhose. Reduziert Schaden von Wildtieren. Reduziert Schaden von Wildtieren, aber nicht viel. Also da bin ich mal so ein bisschen überfordert, was das Zeug macht. Sonne, Regen, Hitze, Wind. Ah, das schützt gegen Kälte, okay. Ein Schlafsack. Wäre natürlich auch geil. Ganz ehrlich, machen wir mal eine Nadel dafür. Sind die da? So, dann haben wir den auch dabei und können wir unterwegs schlafen. Wo mache ich jetzt die Techo-Trinkflasche? Was ist hier schon wieder los? Ah, im Bett. Rüstungsgegenstände, Leinsachen. Jäger, muss ich noch einen Hasen für killen? So, was mache ich hier? Mache ich das? Nutze eine ausgezeichnete Werkbank zur Herstellung. Ah. Dann bauen wir das doch mal. Sehr schön. Das hier auseinandernehmen. Nur ein Sehnenfaden gibt, weiß. Können wir ein bisschen mehr tragen. Für noch nicht sehr viel. Getrocknete Haut, getrocknete Haut. Sehnenfäden. Die brauche ich, glaube ich, noch. Leinstoff können wir hier reinmachen. Techo-Leder brauche ich eigentlich noch ein drittes, so. Brauche ich einen gebrannten Topf? Einen gebrannten Topf? Nee, ich habe Lehm. Immer zwei Stücke Lehm. Und Lehmstreifen. Schön. Kann ich nochmal machen. Bitte schön. Ein musst du mir jetzt einen Topf. Beiden tue ich mal hier rein. So, ich brauche Problem. Raus.
Jetzt nochmal. Jetzt nochmal. Dann braucht ihr. Runde warten. Lassen, löschen. Dass wir halt auch mal richtig zur Rande kommen. Tichu. Tichu. Nice. So, jetzt haben wir nämlich zwei Wasserdinger. Eine hier können wir da reinnehmen. Eine Kupferspitzhacke, die ich hole, nehme das auf jeden Fall mit. Vielleicht auch, glaube ich, eine Fackel können wir mal mitnehmen. Das hier kommt wieder rein. Moment, hier rein. 10 Fäden kommen hier rein. Ein Stück Leder kommt hier rein. Das kommt hier noch rein. Schlangenschwänze kommen hier hoch. So. Wir haben halt hier noch den. Brauchen eigentlich Kupfer. Haben wir hier Kupfer? Ja. Und zwar. Das Eisen. Das ist noch die Ecke, wo wir nicht hingekommen sind. Das Silber. Das Stein. Das Stein. Und Kupfer. Ich habe mir noch gerade angekündigt, dass hier Kupfer ist. Und vielleicht? Hier ist einfach nur ein Hammerhai. Ein Silber. Kohle brauchen wir, by the way. Essen. Ein Kupfer ist hier unten. Nee. Und die großen Anzeigen noch Stein. Stein. Silber. Eisen. Ne, Kupfer sehe ich hier nicht. Am besten will nicht. Cool. Schwefelton, Kupfer würden wir hier noch sonst kriegen. Ganz ehrlich, dann schwimmen wir unten auf die andere Insel. Dann holen wir es uns da. Segel setzen. Wieder Schaden kriegen. Schwimmen wir halt dahin, ist mir doch Wurst. Wir müssen da ja sowieso noch ganz viel erkunden. Die Maske habe ich jetzt nicht mit, oder? Doch, die Maske habe ich mit. Das heißt, wir könnten auch auf die Schwefelinsel. Und uns ja nichts mehr passieren. By the way, mal gerade segeln, dass wir nicht irgendwie drankommen. Wir haben wieder... Die Überlebenspunkte haben wir gar nicht. Wir haben hier nur ganz viel. Beim Schießen. Hier und beim Bewegen möglich. Beim Trocknen. Ein Trocknen, von dem sind kein Salz mehr erforderlich, das wissen wir schon. Regeln. Für Schiffskapazität für Schiffsbilder, das haben wir auch schon. Ich habe das auf dem Level ab. Heilung, Wasser des Lebens, halt Krankheit, das haben wir auch schon gehabt. Chance bei Dings hat, finden das hier. Pflanzt auf einer Firma mit 3 weniger Wasser. Okay. Ich bin mir gar nicht sicher, was davon neu ist. Das ist heuker. Auf jeden Fall sehr weit gekommen. Auf jeden Fall jetzt hier den Rest der Krokodilsinsel einmal. Eigentlich müsste so in den Süden von der Insel, also ein bisschen weiter nach darüber noch. Werden wir auf jeden Fall einmal erkunden, das hier. Vielleicht gehen wir auch nochmal zurück zu der anderen Insel. Den Boss werde ich auf jeden Fall erst begegnen, wenn ich Eisenklamotten habe. Nehmen wir angeln gehen. Platz. Dann einmal die anderen. Oh, Würmer, da sind jetzt alle verdüppelt, ne? Wir hatten ja 6 Würmer drin, die sind alle gleich. Das finde ich ein bisschen dumm.
Nicht alle. Wenn ich Schaden kriege von Sachen, die gar nicht existieren, ist auch nervig. Sind jetzt hier unten schon unbekannten Terrain. Jetzt hier noch so bis da vorne hin, bei so einem großen Baum. Ein Kartografierbaum nehmen. Dann legen wir jetzt hier an. Kartografieren jetzt mit unserem eigenen Ding. Überfall. Oh, das ist auch direkt. Bom. Nice, direkt das halbe Ding nochmal aufgedeckt. Da ist noch eine Kiste. Nein, was? Können wir jetzt gerade hin? Da ist auch nicht schlimm. Da finden wir noch Wasser, da finden wir noch Wasser des Lebens. So. Ganz viele. Wollen wir mal mitnehmen? Wir haben nicht mehr so viele von denen. Eines geradeaus. Ein Brotlaib. Noten Apfel, noch ein roten Apfel. By the way, der gibt richtig viel. 25 nur. Neues Buch. Natürlich. Logbuch der Santa Maria haben wir hier. Wir haben hier Kugelladungen, okay. Wir haben hier ein Krokodil geschlachtet. Wir haben hier noch eine Schiffsprobe, wo nichts drin ist. Muss weg. Nur den Skorpion hier. Sein Freund hier. Mich auch mal. Zuerst, nee, wir gehen geradeaus auf das andere zu. Konzentration. Und ein Kalmar. Schon wieder nicht. Was soll denn sein? Waren gerade nur seine Fußspuren. Da hinten. Auch vorher. Ach, immer. Relativ egal, gib mir einfach meinen. Sein Bruder. Mich aber ehrlich gesagt. Mehr sehe ich hier nicht. Ach, ich kriege ja Malaria, stimmt. Einfach geradeaus zu. Okay. Wasser des Lebens, top. Darf ich auf jeden Fall hingehen und das möchte ich auch noch erkunden. Sonst haben wir ja alles. By the way, wir haben hier schon wieder keinen Kupfer. Sehen, das welches. Nö, ich gehe zurück zum Schiff. Mich jetzt hier nicht unnötig mit irgendwem. Offen. Noch ein Angelplatz, okay. Ewig weit vorlaufen. Das
Also unsere Karte sagt ja sowieso, wir sollen zu den Schwefelfeldern. Ganz also okay. Ich denke, dass wir erstmal hier sind. Ich weiß nicht, ob der uns nochmal hier hinschicken würde, aber ich glaube, das ist eher so eine. Sammeln wir mal ein bisschen Stuff, um dich vorzubereiten, eine Insel. Proviant, der Pfeffer. Nein. Den Schlafsack nehmen wir schon mit. Die Nadel kann hier rein. Schaufel, weiß ich nicht, nehmen wir mit. Nehmen und der Schimmel kann hier auch rein. Nur ein bisschen lesen. Hoffen wir mal eine Runde. Lesen nochmal. Was haben wir gekriegt? Das ist nicht einzigartige Ressourcen hier. Holen wir uns an. Hier muss die irgendwo sein. Da hinten ist sie. Immer so. Wow. Das ist das ganze Ding, eine fucking Flasche. Bravo. Legen wir mal hier an. Ganz ehrlich, ich gucke trotzdem einfach hier auf dem Ausguck einmal. Das Glück sehen wir einfach komplett alles. So, zack, zack. Mal schnell hoch. Mal ausgucken. Sehr gut. Ah, Pümas. Immer Trank, da hinten ist noch irgendwie Schamane der Einheimischen. Das hört sich nicht gut an. Als wenn ihr noch ein Schamane von denen habt. Zählt doch nichts. Ein bisschen auf. Tür wieder zu. Oh, die schicke Tabakpflanzen. Ich nehme mal ein bisschen was mit, ne? Hier noch? Darf ich nicht haben? Ich will rauchen, ist nicht gesund, Rudi. Guten Tag. Wer bist du? Der redet nicht mit mir. Eine gemeinsame Sprache finden. Eigentlich kann das an der Tipi-Hüte pennen. Plattform mit Aussparung. Fordert Tafel mit Symbolen der Einheimischen. Cool, dass hier ein NPC ist. Ist safe gesagt, dass die NPCs böse sind. Hier vorne ist noch kein Puma. Okay. Opfer. Bewegt das 21 insgesamt? Nochmal zurück. Das ist jetzt alles, was geht da. Pick. Hacke. Eine Hacke, aber ich habe keinen langen Griff. Schade. Zwei, drei Steinhacken machen sie. Meine reicht gar nicht mehr für Kupfer. Warum habe ich die überhaupt mit? Ich habe die gar nicht mit, ne? Oh fuck, ich habe die nicht mitgenommen. Minus.
Ah, ich hab die gar nicht. Wie dann? Merken wir auch runter. Der Alkohol kommt hier rein, das Buch, der Tabak. Ketchupflasche brauche ich ehrlich gesagt auch nicht. Brauche keine Schaufel, ich brauche keinen Hammer. Und das hier brauche ich auch. Relativ sicher. Müssen sowieso noch mehr kommen. Sagen wir erstmal dem Kümmer hallo. Hier vorne war keiner. Kümmertrank. Kümmertrank gibt unbegrenzte Auswahl. Guck mal. Auf die Tränke so selten. Aber ich würde erstmal da hoch. Meine Sachen zurück, bitte. Uli? Oh, die hast du da. Noch ein. Der Steinschlüssel. Höhle, alles klar. Komme ich hier irgendwie drauf? Vorhin? Auch nicht. Da komme ich ja wohl hin. Ja, komm schon. Wir wissen beide, dass du es kannst. Ja. Gut, Springer komme ich auch rein. Mit allen meine ich gar nicht, meine ich da hin. Hier weißt du was, ich erkunde einfach von hier. Das reicht. Reicht nur zu wissen, dass da hinten auch ein Puma ist. Nicht, dass ich die nicht gehört hätte. Aber jetzt weiß ich, dass es nur einer ist. Arsch mit geschmolzenem Gummi. Anvisieren. Hier. Schön. Links, ich weiß jetzt ab hier sowieso schon wieder nichts. Was habe ich hier? Hell, das gerade eine. Hellen wir das mal. Anleitung für Jäger-Sandalen, alles klar. Noch Steinschlüssel. Nur deswegen, ich höre nämlich schon. So, hier ist nochmal ein Problem. Einer ist ja nicht. Mir den direkt wieder gegeben? Ja, danke schön. Alleine gewesen. Hinten ist noch was. Vielleicht sehe ich da wieder nichts.
Was war das dritte Teil, was ich von dem brauchte? Sonst ist hier nichts. Ja. Kann ich hier hoch? Irgendwie irgendwo? Irgendwie noch was? Nö. Komm ich auch nicht. Kann ich nicht wegkommen? Mindestens. Ja, okay. Nevermind. Machen wir hier einmal auf. Geh wieder zurück. Ist Rinde, ne? Ja, die nehme ich doch mal mit. Jetzt hier wieder zurück. In der nächsten Folge gucken wir mal, was der Rest hier von dem Ort noch sagt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge.